So, und hier sind wir stehen geblieben. Hier geht's jetzt weiter. Wir haben es für den Abschnitt. Bereithalten für Angriff. Over. Zielerfassung. Fox 3. Fox 3. Guter Abschuss. Guter Abschuss. Rolle 2-1. Sie haben freie Bahn. Viel Glück. Ende. Rolle 2-1 verstanden. 2-2. Alles verstanden. 2-3 bestätigt. Der Gulag, Tag 5, Sergeant Gary Roach, Anderson, Zoller, Nummer 1, 42 Meter und Bolz in Russland. Beschuss, Beschuss, Beschuss! Beschuss, Beschuss, Beschuss! 2-2, 2-1, Ziel getroffen. Alle Scharfschützen hier McTavish, bereithalten. Stabilisieren, Schatten. An alle Scharfschützen, Angriffsfreigabe. Nach rechts. Positionswechsel. Okay. Stabilisiert. Bereit. Im Revier. Nach rechts. Positionswechsel. Vier Feinde auf dem nächsten Turm. Shepard, die Jäger sollen sofort das Feuer einstellen. Das war zu nah. Ich verschaffe Ihnen etwas Zeit. Ein Mann in einem Gulag bedeutet der Navy im Moment nicht viel. Verdammte Amis! Ich dachte, das wären die Guten. Schluss damit, Coast. Ruhig bleiben. Zweite Welle los. Bereit halten. 3 Meter. 2-1 landet bei Ziel. Team 1 angesetzt. Los, go, go. Ja, Ghost und McTavish sind ja keine Amerikaner. Das sind ja Engländer. Flinch, ey. Es geht los. Wir gehen rein, schnappen den Gefangenen 627 und verschwinden. Ja. Let's go. Stelle gesichert. Okay, ich bin drin. Ich verfolge Ihren Fortschritt auf den Überwachungskameras. Verstanden. Ist die Position vom Gefangenen 627 bekannt? Negativ. Aber da ist ein Scheinwerfer auf Ihrem Stockwerk. Das sollte es einfacher machen. Roger, aufpassen. Der Gefangene ist vielleicht in einer dieser Zellen. Bin dabei! Diese Hardware ist uralt! Hey, Kontakt bei mir um 1 Uhr! Verstanden, bereithalten! Gestern! Runter an die Waffenkammer!
Bewegung. Bin leer geschossen. Und die Waffenkammer? Ob ich was Schönes sehe? Schlechte Nachrichten. Ich sehe drei, nein, vier feindliche Trupps, die sich ihrer Position nähern. Leider nicht so. Hallo, tschüss, hat vielleicht was. Verdammt, sie haben sie total verriegelt. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Habe ich, Jungs. Ja, Junge. In so einem kleinen Raum war ich gerade ein bisschen verwirrt, wo die kommen. Vorsicht! Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen! Wir werden mehr Deckung brauchen! Einsatzschild mitnehmen! Habe ich, Jungs. Mach ich. So, Ziel auf 11 Uhr. Ziel erledigt. Auf Deckung. Los, auf ein offenes Ziel. Rock, rücke vor. Creature, Kontakt bei dir auf 12 Uhr. Ja, Miss Ghost. Weichen Sie die unteren Stockwerke und seilen Sie sich durch das Fenster ab. Verstanden, Roach, mir nach! Captain McTavish, letzte Ebene gesichert! Wir treffen sie unten! Im Einzelhaftblock funktionieren die Kameras nicht! Der Strom muss dort ausgefallen sein! Roger, alle auf Nachtsicht umschalten! Oh, Nachtsicht! Ich hoffe, dass man das bei YouTube alles trotzdem schön sehen kann, weil Scheiße, ich kann den Kram gerade nur, oder der nimmt den Kram automatisch im 720p auf, weil es ist halt ein älteres, sehr altes Spiel. Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereithalten. Bravo 6, Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter, ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Chemo! Ziel hinter diesem Hoch! Duschraum liegt etwa 10 Meter vor Ihnen auf der linken Seite. Sie kommen Rose, nur durch die Wand rein. Die Ladung muss an die Wand hier drüben. Roach, die Ladung muss an die Wand. Wir nehmen eine Abkürzung. Okay. Ein Druck. Gehen wir durch die Wand. Rein zwischen den zwei Duschreihen. Auf 12 Uhr!
auf der anderen Seite der Dusche. Wir folgen. Dann los. Los, los, los. Wir sind im alten Tunnelsystem unterwegs Richtung Süd-Südwest. Okay, folgen Sie weiter dem Tunnel. Sprechen Sie mit mir, Ghost. Ich will hier weg sein, wenn die Schiffe wieder feuern. Weiter, Sie sind fast da. Erfasse zwei Wärmesignaturen. Eine sollte zum Gefangenen 627 gehören. Bravo 6, Sie haben die Bombardierung bereits begonnen. Nicht wie weg da, sofort! Läuft ziemlich langsam. Kein Signal. Von dem Notfallübertragungssystem. Thank you.
Stand. Brigadekampfteam 1 hat bereits einen Panzerwagen für Sperrfeuer abgezogen. Over. Panzer 2-1, die Overlord. Zielteams gehen an der Nordwestecke des Zielgebäudes in Stellung. Obersten Stockwerk treffen und feindliche Feuerkunft ausweiten. Over. Warum müssen da rein? Vorrücken und auf der Schusslinie des Panzerwagens bleiben! Willkommen im Weißen Haus! Overlord, hier 2-1. Wir sind drinnen und rücken in die oberen Stockwerke vor. Verstanden. Overlord bestätigt. Oh mein Gott! Was macht denn dann, Digga? Rache lohnt sich. Overlord, hier 2-1. Wir sind drinnen und rücken in die oberen Stockwerke vor. Verstanden. Overlord bestätigt. Haha! Overlord, hier Hunter 2-1. Rücke vor zum Zwischengeschoss. Panzerwagen von Brigade Kampfteam 1 soll Feuer einstellen. Over. Verstanden, 2-1. Gute Jagd. Feinde unter Sperrfeuer, Sektion 2 Echo. Klar, 2-1. Das war das verdammte Kapitol. Hunter 2-1. Feinde an der Südwestecke des vierten Stocks nehmen die Evakuierungszone unter Beschuss. Over. Verstanden, Overlord. Rücken den vierten Stock vor. Ende. Och nö. Feindliche Feuertruppe, Sektion 4 Charlie ausgeschaltet. Verstanden, 2-1. Overlord, wir sind im vierten Stock. Rücken zur südwestlichen Ecke vor. Verstanden, 2-1. Aktivität gesichtet. Auf die Sektoren achten. An alle Hunter-Einheiten. Ich sehe das feindliche Krähennest in der Südwestecke. Vorrücken und ausschalten. Oberlord, hier hat er 2-1. Wir haben das feindliche Krähennest in der Südwestecke gesichert. Alles klar.
Die Evakuierungszone beim Washington Monument meldet mehrere gestartete Transporter. Aber sie sind immer noch in Gefahr. Können Sie von Ihrer Position helfen? Over. Verstanden. Wir sitzen hier auf einem Munitionslager des Feindes. Wir gehen in Deckung und verbrauchen Ihre Munition. Ende. Ramirez, nach Zielen des Feindes. An alle auf dieser Frequenz. Hier ist die Washington Monument Evakuierungszone. Halten die Position, haben Feinde im Westen gesichtet und werden von dort beschossen. Panzer 2-1. Feindliche Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Ganz ruhig. Panzer 2-1. Empfehle Rückzug. Ich sehe sehr viele Feinde, die sich ihrer Position nähern. Negativ, negativ. Feindliche Panzer und Helikopter rücken von Süden und Südwesten zur Evakuierungszone vor. Ramirez, nehmen Sie diese Waffen und schalten Sie die feindlichen Fahrzeuge aus. Bewegung! Yeah.
Great! Oh wow. Verbindung fast hergestellt. General Shepard, Sie sind online mit Captain Price. Zurück aus der Hölle, Captain. Vom Regen in die Traufe. Diese Welt ist der Hölle noch ähnlicher als die, die ich gerade verlassen habe. Wir dachten, wir hätten das ACS geborgen, bevor es die Russen knacken konnten. War ein Irrtum. Dann hat Makarov die USA zu seinem Sündenbock gestempelt. Als nächstes brach überall die Hölle los. Was wollen Sie mir damit sagen? Wenn man einen Ölbrand löschen will, braucht es eine noch größere Explosion, Sir. Sie saugt den Sauerstoff auf und erstickt die Flamme. Price, waren Sie zu lange weggesperrt? Kommen Sie zu Verstand, mein Junge. Shepard, sind Sie bereit zu tun, was getan werden muss, um zu gewinnen? Jederzeit. Unser Feuer ist ziemlich groß. Wir brauchen einen gewaltigen Knall. Sie waren einfach zu lange im Gulag, Price. Schalten Sie Makarov aus. Keine Zeit, wir müssen diesen Krieg heute beenden. Das ist keine Bitte, Price, sondern ein Befehl. Sie... Wir haben wohl die Verbindung verloren. Ja, Price ist echt geil. Besser Mann. So, aber das war's mit der Folge. Weiter geht's dann beim nächsten Folge, beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein.